kommst im September bei uns zum Frühstück. Da gibt's immer ein Gläschen Sekt. Langeweile kommt hier nicht auf. Statt ermüdender Reden sorgen die Schauspielerinnen und Schauspieler des Improvisationstheaters Zapzarab für den richtigen Einstieg in die Jubiläumsnacht des Martinushauses in Aschaffenburg. Vor 40 Jahren wurde das Bildungs- und Sozialzentrum in der Aschaffenburger Innenstadt eingeweiht. 2002 wurde das alte Gebäude abgerissen. Das Martinushaus wurde als moderne Einrichtung 2005 wieder eröffnet und spricht Menschen in allen Lebenslagen an. Hier sind ganz viele verschiedene Abteilungen unter einem Dach. Insofern hat das Haus eine große Bedeutung, weil hierher kommen die Leute, die Beratung suchen. Hier finden Veranstaltungen statt. Hier kann man Räume mieten für eigene Veranstaltungen. Hier findet Bildung statt und Seelsorge. Also kunterbunt. Das Erdgeschoss, die Katakombe, ist das Reich der Jugendlichen. Hier konnten die Besucher der Jubiläumsnacht ihre Kreativität unter Beweis stellen. Besinnlicher war das Angebot im großen Saal. Die Rektorin selbst gestaltete eine Meditation. Sie ist seit mehr als einem Jahr im Amt und formuliert ihre Visionen so. Das ist die Erfahrung, die wir vor allem mit unserer Bildungsarbeit machen, dass vor Ort in den immer größer werdenden Vereingemeinschaften wenig Zeit für inhaltliche Qualifikation bleibt. Und wir entlasten die Hauptamtlichen und qualifizieren die Ehrenamtlichen, indem wir einfach dazu beitragen, dass die Glaubensweitergabe in den Pfarreien gelingt und dass Ehrenamtliche ihren Dienst gut tun können. Zum Abschluss der Jubiläumsnacht spielte die Band Hands Down und zeigte den vielseitigen Charakter des kirchlichen Hauses mitten in Aschaffenburg.